Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ich bin der Tim. Ich bin Robert und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem 1250 Punkte Arsbelly Capital Report. Bevor wir beginnen, wünschen wir zwei euch ein frohes neues Jahr. Ganz genau. Viel Glück, viel Gesundheit. Ja. Und viele gute Würfel natürlich. Genau, viele gute Würfel. Wir haben leider keinen Jahresrückblick gemacht bei uns auf dem Kanal, weil wir zeittechnisch echt so ein bisschen Probleme hatten. Da kam natürlich Familie und so dazu und wir wollten uns auch einfach mal entspannen. Und wir haben uns für dieses Jahr ziemlich viel vorgenommen und natürlich realistische Ziele, die irgendwo auch messbar sind, dass wir uns nicht übernehmen und irgendwelche Sachen planen, die vielleicht irgendwie gar nicht so kommen. Aber wir haben uns gedacht, dass wir heute mal so ein kleines Neujahrsturnier starten, beziehungsweise Neujahrsreport starten mit 1250 Punkte Battle Report Arsbelica, weil Arsbelica hat so eine Besonderheit jetzt 2020, die Regeln wurden komplett überarbeitet und es gibt so ein paar Neuerungen und passend zu einem Livestream, den ich mit dem Andreas Holtum jetzt die Tage starten werde, also der Livestream wird vor dem Battle Report kommen, dachten wir uns einfach mal, wir machen mal so einen kleinen Report, 1250 ja. Punkte, lässt sich locker spielen. Ganz entspannt. Genau. Mal wieder ein bisschen reinkommen, ne? Beide ja nicht so lange vor der, oder doch schon länger her, dass wir vor der Kamera gespielt haben. Wir beide haben. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist schon länger her, ja. Einfach ein bisschen Spaß haben. Ganz genau, das steht natürlich im Vordergrund. Das sagt er aber immer so und dann hinterher ist er dann Kiwi, wenn er nicht so läuft. Richtig beleidigt. Nein, ganz entspannt heute und es geht wirklich in der Masse darum, dass wir einfach die neuen Regeln mal so ein bisschen ausprobieren. Wir werden euch das in Gänze mit Sicherheit in dem Livestream alles erklären, was da neu ist, beziehungsweise der Andreas wird da Vollgas geben, um das ganze Projekt noch so ein bisschen vorzustellen, weil wir können es einfach nicht oft genug sagen, in diesem Projekt Arsbelica steckt unfassbar viel Herzblut drin, unfassbar viel Arbeit und vor allem auch das Wichtigste der Menschheit, nämlich Zeit drin und das muss einfach supported werden. So sieht's aus. Der wird euch das alles noch ein bisschen erklären, wir werden da so einen schönen Livestream-Talk haben, also es wird eine Premiere geben, dass ihr dann auch wisst, wann der Livestream starten wird oder ich meine, ihr wisst es ja schon, weil er draußen ist. Aber es ist eine Menge geplant und ich denke, wenn ihr dann den Livestream geguckt habt, könnt ihr schön passend dazu dieses Video hier gucken. Das wird ganz gut hinhauen, denke ich. Ja, was spielen wir heute, Tim? Ich spiele 1250 Punkte Custodes. Mhm, auch mal interessant, ne? Und ich werde es mal ausprobieren. Ist nicht so die Standardliste, würde ich behaupten. Ja, ich sehe es ja gerade. Ihr noch nicht? Ihr seht es noch nicht. Nee, ich habe ein Bike dabei, mein Shield Captain on Bike. Ansonsten nur? Standard. Ansonsten nur Fußvolk. Ja. Fußvolk, wenn man das bei dem Custodes so sagen kann. Ja, ja, mal gucken, mal testen. Also ist jetzt nicht die ausgemaxte Superliste, aber ich hatte mal Bock, mal wieder meine Custodes zu spielen. Ganz genau. Also es ist auch, ja, weiß ich nicht, nicht unbedingt die Liste, wo du jetzt vielleicht sagen würdest, damit würde ich auf ein Turnier fahren. Bei mir ist es Astra Militarum. Ich würde auch nicht mit denen aufs Turnier fahren, nicht weil ich die nicht für stark empfinde oder so, die sind super stark nach wie vor und die gewinnen auch nach wie vor Arsbelica Turniere. So, das hat auch ein Turnier gezeigt, wo wir erst waren. Aber ja, wie ist die Liste zustande gekommen? Ich habe alles in der Kiste verpackt gehabt, weil wir zusammen auf dem Teamturnier fahren. Da spielen wir zweimal jeweils 1000 Punkte nach Arsbelica. Also ich spiele zusammen mit dem Marc, der spielt seine Orks, ich meine Astra Militarum. Da stand die Kiste darum und dann dachten wir, komm, dann packst du noch 250 Punkte dazu und dann hast du die 1250 Punkte voll. Ja, so ist das zustande gekommen und die Liste ist aber mit Sicherheit nicht schlecht, also da sind so ein, zwei Sachen drin, die ich vielleicht nicht spielen würde auf dem Turnier, aber ansonsten so 1000 Punkte sind definitiv schon sehr knackig in dieser Liste. Egal. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir zeigen euch einfach mal die Armeen, erklären euch ein bisschen was dazu, dann zeigen wir euch die Missionen, die wir ausgewählt haben nach Arsbelica, dann werden wir auch noch mal ganz kurz überfliegen, passend zu dem Livestream, damit ihr das vielleicht auch mal seht, was sich da geändert hat an dem Scoresheet und so weiter. Und dann zeigen wir euch das Board, die Aufstellungszonen, dann würfeln wir live aus, wer anfängt oder auch nicht. Und dann geht's los. Also viel Spaß. Ja,
Wie ihr hier sehen könnt, sind das meine 1250 Punkte Custodes. Und ich stelle euch das jetzt mal ein bisschen vor. Ich habe zwei Proxys dabei. Der normalerweise Captain, hilf mir mal, wie heißt er? Trajan Valoris. Genau, der Captain Valoris wäre das normale Modell dafür. Ich nehme ihn als normalen Shield Captain mit Castellan-Axt. Dann habe ich meinen Shield Captain auf Bike. Der ist auch mein Warlord. Der hat den Warlord-Trade für das 5er Fear-No-Pain und das Relikt für den 3er Retter. Achso, mein Shield Captain mit Castellan-Axt hat das Relikt zum Teleportieren mit einer Einheit, einer Custodes-Einheit. Dann habe ich einen Telemon Dreadnought dabei. Den einen Arm ist keine Fist, sondern auch die Storm Cannon. Und dann habe ich drei Alarus Terminatoren dabei, so wie sie da sind, mit Axt. Und dann dreimal die Standardauswahl Custodian Guard mit Speer und Schild und eine Standardauswahl mit dreimal Speer und einmal Schild und Schwert. Hier haben wir genau 1250 Punkte Astra Militarum. Wir haben hier, weil ich ja nur dreimal die Standardauswahl gleich nehmen darf, dreimal 10 Guardsmen. Die sind komplett alle nur mit den Lesgewehren und der Chef hat ein Kettenschwert und eine Pistole. Dann haben wir 20 Conscripts, auch nur wirklich Lasergewehre. Das heißt, wenn hier mal ein Funkgerät dazwischen ist oder irgendwas anderes, nicht beachten. Ein Company Commander, ein Master of Ordnance, dann haben wir Knight Commander Parks mit der Battle Cannon und Plasma, glaube ich, und Heavy Bolter vorne drin. Normalen Battle Tank mit Heavy Bolter vorne drin und Battle Cannon. Ein Hellhound, der hat noch einen Heavy Flamer vorne drin. Dann haben wir ein Manticore, wo die Raketen leider fehlen, weil die bei meinem Teampartner vom Teamturnier im Ork-Truck liegen, weil jedes Mal, wenn ich abgeschossen habe, habe ich die bei ihm im Ork-Truck gelegt und ja. Leider sind die Raketen jetzt nicht da, also verzeiht's mir. Der kann nur viermal schießen, also vier Raketen, viermal schießen. Dann haben wir noch einen normalen Tank Commander, der hat Plasma und die Battle Cannon. Pask hat übrigens auch Plasma an der Seite. Dann haben wir einen Basilisk. Und dann haben wir zwei Scout Sentinels mit Heavy Flamer und dem Kettenschwert. Was habe ich vergessen? Warlord Trade ist, dass ich auf die 5 plus Command Points wiederholen kann. Warlord ist mein Tank Commander und als Relikt kriegt er auch das Relikt, das Kalia Relikt, das ich für alle befreundeten Einheiten innerhalb von 12 Zoll Trefferwürfe von 1 wiederholen kann. Ist jetzt mit den Befehlen und bei den Einheiten hier jetzt nicht unbedingt das Beste, die beste Wahl, aber ich nehme es jetzt einfach mal. Als Besonderheit, ich habe diese Artillerieformation mal mitgenommen, ist auch eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt auf dem Turnier spielen würde, aber ich möchte es jetzt einfach mal hier spielen, weil man sieht es selten und es ist ganz witzig. Entsprechend sind die beiden davon betroffen, der Master of Ordnance und der Basilisk. Und ich muss natürlich einen Command Point dafür ausgeben. Und ja, das sind die genau 1250 Punkte. Kommen wir zum Board. Bevor es auf das Board geht, müssen wir euch natürlich noch zeigen, was wir ausgewählt haben. Also wir haben hier oben Tim und mich. Dann haben wir beide die 14 gebannt. Sprich, wir dürfen keinen Marker durchgehend halten. Ich habe genommen die 9, das heißt Take Aim, Einheiten im Fernkampf töten. Ich habe die 12 genommen, Conquer That Position, das heißt ein Missionszielmarker in der feindlichen Hälfte erobern und die 15 haben wir hier, Achieve Supremacy, am Ende deines Spielerzuges mindestens 4 Missionszielmarker halten. Das ist ein bisschen optimistisch, aber ich probiere es mal. Timmy, hat die 1? Ich habe die 1, das heißt keiner in meiner Aufstellungszone. Die 4, das ist Hold the Center, also keiner darf sich in der Mitte befinden in 9 Zoll. Also auch nicht teilweise oder sonst irgendwas, gar nichts. Und du hast die 13, glaube ich. Die 13, genau. Und das ist Push the Back, einen Marker erobern, der vorher vom Robert kontrolliert wurde. Ist aber eine sehr gute Wahl, finde ich. Also da geht was. Oh, ich habe mich schwer getan. Naja, die Auswahl ist tatsächlich immer schwierig, das stimmt. Da haben wir das gute Board. Also eine schöne Ruinenlandschaft. Es gibt eine Menge Line-of-Sight-Blocker und eine Sache auf jeden Fall im Vorfeld mal für euch zur Erklärung. Bei Ars Bellica ist es jetzt so, dass die erste Ebene der Ruinen sichtblockend ist. Das heißt, wenn wir dieses Gebäude hier sehen, das hat ja hier, wie wir sehen, 3 Etagen, da ist die erste Ebene sichtblockend.
Genauso bei diesem Gebäude, das hat zwei Ebenen. Entsprechend ist die erste Ebene hier komplett dicht. Also hier passt es sowieso, weil da keine Fenster drin sind. Das ist auch eine Ruine. Die hat aber keine zweite Ebene. Das heißt, die erste Ebene ist hier nicht sichtblockend. Also man kriegt zwar Deckung, wenn man dahinter steht oder da dran steht und diese Ruine hier irgendwie berührt, aber man kann trotzdem durchschießen. Das heißt, wenn man von da hinten hier reinschießt, man kann da durchgucken, dann kann man das Ziel auch wirklich bekämpfen. Hier ist es genauso, zwei Ebenen, das heißt die erste untere Ebene ist komplett sichtblockend hier. Hier wieder nicht, hier auch wieder genauso, also ihr versteht das Prinzip. Es ist auf jeden Fall eine Menge dicht hier, gerade wenn man sich hier so den Mittelpunkt des Schlachtfeldes hier anguckt mit diesen vier Ruinen. Ja, da sieht man nicht so viel und ja, Aufstellungszone haben wir die 5 gewürfelt, das sind diese zwei Dreiecke auf den langen Kanten. Ich gehe mal hier die Würfel entlang, hier runter und das gleiche natürlich entsprechend auf der anderen Seite auch. Die Marker haben wir natürlich auch nach Ars Belica platziert, hier hat sich nichts verändert, das heißt hier haben wir 6, 12 Zoll. Dann haben wir hier 12, 12 und dann haben wir hier die 27, 27, entsprechend genau da drüben das gleiche. Und ja, das wäre es dann auch schon. Ne? Der ist einfach nur zur Kennzeichnung für die Mitte. Genau, weil Tim ja auch diese eine Missionsauswahl da hat, dass er das den Mittelpunkt da freihalten muss. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Roll-Off jetzt. Wir spielen natürlich nach neuen Aufstellungsregeln, das heißt der Verlierer stellt zuerst auf, aber darf dann halt auch das Spiel beginnen. Und ja, gucken wir erstmal Seitenwahl bzw. wer anfängt. Diese Zahl wollen wir sehen hier. Und was habe ich? Ich muss jetzt übrigens mal sagen, dass dieser Würfel zum ersten Mal gewonnen hat sogar. Also egal, aber das passt glaube ich heute auch. Tim, du musst zuerst aufstellen. Du wählst die Seite. Richtig, und ich würde sagen, ach so, richtig, halt, ich werde darüber gehen. Da, das ist meine Seite. Das heißt, du darfst hier hin. Jawohl. Da haben wir endlich aufgestellt. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, ich fange mal ganz kurz hier drüben an, weil beim Tim kommt jetzt noch was Besonderes. 2 Sentinels, Manticore, Basilisk, 10 Guardsmen. Genau, das war's. Tank Commander, Pask, normaler Tank, Hellhound, Conscripts, normale Infanteristen, Company Commander, 10 Guardsmen. Achso, Master of Ordnance, da. Da haben wir ein paar Guards, Gustodian Guards, dann haben wir da hinten nochmal Gustodian Guard, den Shield Captain auf dem Jetbike, da haben wir die beiden, aber die bleiben da nicht. Und da haben wir auch nochmal so ein paar Guards-Typen. So, Timmy, was machst du denn jetzt? Ich benutze das Relikt von meinem Shield Captain und zwar das Mal des Kastellans. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir das richtig gespielt haben oder nicht. Du das richtig gespielt ich hast. Ich es richtig gespielt habe. Wir wissen es jetzt nicht ganz genau. Also wir spielen es so, dass ich mich nicht von der Aufstellungszone entfernt aufstellen muss, sondern 9 Zoll von der Einheit entfernt. Weil in der Beschreibung des Reliktes oder in den FAQs haben wir nichts gefunden, was mir verbietet, eigentlich in mehr als 1 Zoll Abstand hinzuschocken sozusagen oder zu teleportieren. Und es verbietet mir eigentlich auch nicht, in die Aufstellungszone des Gegners mich rein zu teleportieren. Aber wir haben, also Besonderheit ist natürlich jetzt, oder Anmerkung an der Sache, wir haben jetzt nicht sämtliche FAQs durchgeguckt, wir haben jetzt FAQ von Gustodes geguckt, aber es kann ja durchaus sein, dass es in einer anderen Publikation irgendwie erwähnt wurde. Aber wir gucken das jetzt nicht. Also 9 Zoll entfernt auf Aufstellen von meinen Einheiten, genau. Und dann hast du ja eh noch deine Phase, wo du dich bewegen kannst. Genau, richtig. Dann los. Dann gucken los. Gucken wir mal. Ja. Das machen wir live. Das machen wir live. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hin soll. Weil wir dich unter Druck setzen wollen. Ja, geil. Nein, okay. Wir zeigen euch die beiden schlimmen Finger da gleich. Was wolltest du machen? Da ist er. 9 Zoll weg von den Jungs hier, ganz hinten in der Ecke. Ja, dann wollen wir Innie klauen, ne? Habe ich gesagt. Das machen wir natürlich jetzt auch. Das wollen wir sehen. Und da haben wir die 4. Okay, Timmy, du darfst den ersten Zug machen. Natürlich nochmal eine kleine Fist. Und dann viel Spaß, würde ich sagen. Ne? Pff,
Vor der Schlacht habe ich dann auch noch eine Scout-Bewegung durchgeführt, hier die Typen 9 Zoll entfernt und dann die Bewegungsphase vom Tim ist abgeschlossen. Die Guardsmen sind advanced mit 1 Zoll hier rüber. Guardsmen, Gustolien Guard. Guardsmen. Die sind so weit stehen geblieben hier, dass die den Punkt halten. Die haben sich auch nur so ein bisschen rumgeschuffelt, dass die den Punkt ganz sicher halten. Shield Captain ist nach vorne mit seinem Movement und er ist ein Stückchen hier rüber, dass er da drüben was sehen kann. Und Trajan Valoris Shield Captain ist auf die Guardsmen zu. Und dann wird geschossen. Ach so, haben wir die da schon erwähnt? Die sind natürlich auch nach vorne gerannt, glaube ich. Die sind gerannt, ja. Okay, dann schieß mal. Auf was? Der Shield Captain schießt mit seiner Axt in deine Guardsmen rein. Ja. 2 Schuss. Auf die 2. Ja. Trifft natürlich alles. Stärke 4. Ja, 2 Wunden mit minus 1. Oh, haben wir mal einen 6er. Ja. Also so auf jeden Fall nicht. Ja. Und dann schießt mein Dreadnought. Ja. Auf deinen Pass. Ja. 4 Schuss. Ja. Hoppala. Auf die 3, weil bewegt mit Heavy Weapon. Mhm. Das sind 3 Stück. 4, aber darfst wiederholen, ne? Darf ich wiederholen, weil du ein Fahrzeug bist. Brauche ich aber nicht. 3 Stück mit minus 4. Minus 3 oder 4? Vorhin hast du minus 3 gesagt. Oh, ich kann mich natürlich auch gerade vertun. Ich gehe mal von minus 4 aus. Ja, minus 4, 3 Schaden flat. Dann hat er noch 4. Legen wir doch gleich hier. 3 hat er noch, oder? 12? 12 Leben hat er. Ja, ich mache dir 9 Schaden. Genau, dann hat er noch 3. So. Okay, super. Dann kommt noch sein komisches Spiculus Bolt Launcher. Mhm. Ja, gut. Ach nee, den habe ich vergessen anzusagen. Dann habe ich. Auf Pask. Oder hat er nichts in Reichweite? Der Pask wäre nicht mehr in Reichweite. Ich habe es vergessen anzusagen. Das ist leider Pech. Das ist leider Pech. Ja, gut, dann verfällt er. Dann charge oder was? Dann chargen, ja. 4 Leute sehen es. 4 Leute in Rapid Fire natürlich. Auf den Trajan Valoris Shield Captain. Nichts. Das reicht gerade so. Gerade so. Gucken wir mal, was er jetzt macht hier. Ja. Interessant. Okay. Willst du gleich oder willst du noch irgendwo? Nee, kannst du ja nicht. Ich hab sonst nichts zu chargen. Dann aktiviere ich den gleich. Ja. Obala. Und peile meine 3 Zoll. Zum nächsten Modell, das war das. Entschuldigung, Chef. Sie haben natürlich vollkommen recht. Tja, somit halte ich es nicht, aber ist ja nicht schlimm. Hätte ich ja eh nicht geschafft, weil du bist ja in der Überzahl. Ja, aber dieses Objective Secured haben ja auch alle Gustodes, ne? Ja, aber du bist ja trotzdem alle in der Überzahl. Ja, ja, genau. Aber Fahrzeuge auch eigentlich? Weiß ich gar nicht. Das also auf jeden Fall Infanterie und haben sie nicht. Fahrzeuge, Infanterie und Biker aber auf jeden Fall. Also, gut. Passt das. Da kannst du auf jeden Fall. Aber der sieht ganz gechillt aus hier. Dann hau mal zu hier. Ja, 5 Attacken, weil ich nicht weiß, ob ich diese neue Marine-Regel auch habe. Spiele ich es ganz normal ohne. Ich glaube nicht, dass sie es bekommen haben. Das musst du wissen. Ich weiß es nicht. Auf die 2. Ja. Und. Ja. 1 sind nix. Das sind 3 Stück. 3 Tote, ne? Jep, aber ich muss noch mal einen nachwürfeln, weil ich krieg noch eine extra Attacke. Misericordia, oder wie das Ding heißt. Genau. Das sind auch noch mal minus 2. Mhm. Misericordia. Ja. Ja. Oh, warte mal, das ist ja blöd. Ist ja eh egal. Ja, passt. Gut. Ja, da sind sie weg. Da sind sie weg. Da war's das, ne? Moralwert haben wir 7, glaube ich. Jo. Es stehen jetzt noch 2. Das heißt, einer geht sowieso schon.
weil da schon ein bisschen was gegangen ist. Und jetzt gehen sie alle. Dann rück ich nach. Hältst du den Punkt? Halte ich den Punkt und sollte verdeckt sein. Das ist mein Ziel. Ja, das bist du verdeckt, denke ich. Gut. Also, können wir hier gucken. Aber da ist nichts. Das passt. Okay. Punkte. Du hältst, mir kriegt ja bei 1, 2, 3. Du hältst auf jeden Fall eine 4, Menge. 5. 5 Punkte hältst du. Also du hast dich jetzt hier mit deinen Gustodes schön in den Ruinen verschachelt. Und ja, witzig. Dann schreiben wir das mal auf, zeigen euch kurz das Scoresheet. So sieht's aus. Tim hält 5 Marker, hat die 1 einmal. Also du musst ja für einen Siegpunkt zweimal erfüllen, deswegen ist hier jetzt ein Strich. Die 13 gibt es nicht. Ich habe du hast einen Punkt erobert. Stimmt. Natürlich, klar. Klar, ich habe den einen Punkt erobert. Den richtig, dann gibt es hier auf jeden Fall einen Punkt. Und dann hast du die 4 noch nicht, weil das ist am Ende der Spielerrunde oder des Schlachtzugs. So, Bewegungsphase Astra. Die Bewegungsphase ist abgeschlossen. Die Conscripts hier sind mit 6 Zoll advanced. Der ist einfach nach vorne gefahren. Die Jungs sind so ein bisschen nach vorne gefahren. Aber auch alles zwischen 4 und 5 Zoll. Pask ist stehen geblieben. Die sind stehen geblieben. Die haben sich nach vorne bewegt. Die Jungs haben sich nach vorne bewegt. Und die Guardsmen hier hinten haben sich nach vorne bewegt. Und dann kommen wir direkt in die Schussphase. Die Schussphase beginnt und dann gebe ich erstmal ein CP aus für diese Artillerie-Command-Dingster-Kompanie, dass er gleich doppelt schießen darf, muss ich am Anfang der Schussphase machen. Und dann fangen wir an mit dem Tank-Commander, der schießt alles, was geht. Das ist auch gerade so in Reichweite, also wir haben noch ein paar Zoll auf den Kollegen da hinten. Der gibt sich auch den Befehl, dass er Einsen beim Trefferwurf wiederholen kann, weil er sich ja ein bisschen bewegt hat und die Plasmawaffen dürften das sonst nicht. Dann Battlecannon darf trotzdem doppelt schießen mit 7 Schuss. Das ist geht so. Auf die 3. Einsen wiederholen. Jawohl, Stärke 8 auf die 4. Und dann haben wir 3 Stück minus 2 bitte auf deine 4. Ich berühre das Gelände. Also. Ja, aber du bist nicht mehr als 50% verdeckt. Und stehst nicht vollständig in der Ruine. Dann geht einer durch mit W3 Schaden. Das sind dann 3. 3x viel nur Pain. Zwei Schaden. Zwei durch. Dann gebe ich ein CP aus, dass alle plus 1 auf ihren Trefferwurf geben, bekommen, die auf ihn schießen. Weil die Verwundung ja jetzt durchgekommen ist. 2 Schaden hat er, ne? Mhm. So, dann haben wir erstmal den Heavy Bolter mit 3 Schuss. Einsen wiederholen. Alles getroffen. Stärke 5 auf die 5. Einmal bitte mit minus 1. Yep. Dann haben wir zweimal Plasma, natürlich overcharged. Zweimal 3 Schuss, das ist in Ordnung. Auf die 3 plus 1 auf die 2. Auf die 4, auf die 3. Nee, weil bewegt. Ich kriege aber plus 1 auf meinen Trefferwurf und ich darf Einsen wiederholen. Also auf die 4, meinst du? Das ist ein Tank Commander. Ach so, das ist ein Tank Commander. Stimmt, du hast recht. Auf die 4, weil das ist ja keine Battlecannon, die kriegt ja keinen Abzug. Dann auf die 4 verwunden oder kriege ich noch plus 1 auf die Verwundung sogar durch das Pask, durch das Cardia-Ding? Weißt du das noch auf dem Kopf? Aber es ist jetzt eh egal, ist alles verwundet. Kriegst nicht auf die Verwundung. 4 mal minus 3, also 4 mal auf deinen Retter. Hält alles. Okay. Dann. Willst du nicht filmen? Wie? Ich filme? Achso. Dann geht's weiter mit dem Battle Tank. Der da schießt natürlich auch alles da drauf. Battle Cannon erstmal. Das sind einmal 5 dazu. Und dann nochmal 3 dazu. Trifft jetzt auf die 3.
und darf einen Sinn wiederholen. So, auf die 3 plus 1, auf die 2, auf die 4 normalerweise plus 1 auf die 3, das normale, die normale Battle kennen. Einsen dürfen wir auch hier wiederholen, weil Pask ihm den Befehl gegeben hat, was ich natürlich gerade nicht angesagt habe, dass er Einsen wiederholen darf. Und das ist dann alles. Stärke 8 auf Widerstand 8 auf die 4. Da haben wir 4 Stück mit minus 2. Geht auch wieder gnadenlos einer durch mit einem Lebenspunkt. Ja. Den hält er nicht. Dann haben wir die Heavy Bolter auf die 4. Einsen dürfen wir da wiederholen. Nichts. Ja, das läuft ja richtig wie ein Länderspiel hier. Pask. Da drauf, auf die 4. Also erstmal Battle Cannon, alles da drauf. Das sind einmal 4 dazu und einmal 2 dazu. Auf die 3 jetzt, weil er plus 1 bekommt durch das Stratagem und darf Einsen wiederholen. Haben wir nicht. Und auf die 4. Das sind auch wieder 3 Stück. Oh, 2 Stück gehen durch. Ja. Das sind 5. 6 auf Hino Pain oder was? Ja. Alter, du würfelst wie ein junger Gott gerade, ne? Gehen nochmal 3 Schaden durch. Wie ein junger Gott. Das ist schon frech, oder? Bisschen. Immer auf dem Video vor allem, sonst würfelt er wie die Krütze. Das stimmt allerdings. ja, dann haben wir die Plasma natürlich noch. 2D3 Schuss, alles overcharged, logischerweise. Auf die 3 hat sich nicht bewegt, das heißt, ja, auf die 3. Alles auf die 4. 3 Stück, wieder auf deinen Retter. Einmal. 2 Schaden. Ja. Beide durch. Hat er noch 6. Dann haben wir noch einen Heavy Bolter. Nee, warte mal. Halt. Ich glaube, der hat eine Laserkanone. Jawohl. Trifft. Nein, natürlich nicht. Shit. Okay, dann müssen wir mal überlegen, wo wir jetzt weiterschießen, weil das war nicht nach Plan jetzt, dass 3 Panzer das Ding da nicht wegkriegen. Ja, es hilft nichts. Master of Ordnance da drauf. Dann nehmen wir natürlich die 5 Schuss hier auf die 4. Darf man mit dem eigentlich Einsen wiederholen, wenn er stehen geblieben ist? Ja, wieso nicht? Machen wir einfach. Bringt nichts. Auf die 3. Zweimal mit minus 3 bitte. Ja, jetzt ist er tot. 3, 4, 5 Schaden. Ne, 4 Schaden. Okay, hat er noch 2. Dann schießen wir Manticore da drauf. Da zähle ich Würfel. Auf die 4. Einsen dürften wir wiederholen. Ey, das ist doch wohl nicht dein Ernst hier. 6, 2. Stärke 10. 4 mal mit minus 2 bitte. Gehen 3 durch. 2 gehen durch. Wieso? 5 und 6. Ich dachte. Und. Achso. Gut. Dann haben wir 3 und 6 Schaden nochmal. Der ist weg. Ja, ja. Oh, hallo. Explodiert er? Bringt eh nichts, ne? Ist nichts im Reich weiter. Okay, meine Güte, da ist das Ding endlich weg. Da hat aber schon ganz schön viel drauf geballert jetzt. Herrgott, aber im Basilisk dürfen wir noch doppelt schießen jetzt. Der da schießt alles auf diese Custodian Guard da. Darf doppelt schießen, aber wir fangen jetzt erstmal an. Einmal 6 Schuss. Sieht gut aus. Auf die 4. Einsen wiederholen. Du legst dich bitte. Alter. Stärke 9. Widerstand 5. Einmal. Einmal minus 3 bitte. Auf die 3.
Ja. Dann nochmal da drauf. Mit 4 Schuss. 4. 3. 4 mal minus 3. Wieder auf die 3. Das müsstest du einzeln machen, ne? Diggi. Müsste ich einzeln machen? Ja, wenn du ein Stormschild hast, musst du das einzeln machen. Ja? Ah, stimmt, ja. Warte mal. Dann, wir machen das mal anders. Warte. Das sind 2 Schaden. Einer hat 3 Lebenspunkte, ne? Ja. Dann ist das Stormschild auf jeden Fall weg. Ja. Okay. Dann der Hellhound schießt natürlich alles da drauf, den Heavy Bolter. Ballistic Strike. Auf die 5. Der hat sich ja bewegt. 4. Jawohl, einmal minus 1. Weil in Deckung plus 1 auf die 2. Ja. Mhm. Dann der Flamer. Da haben wir 4 dazu und nochmal 1 dazu. Und dann treffen wir automatisch mit Stärke 6. Verwunden wir automatisch. Verwunden wir mit Stärke 6 auf die 3 wahrscheinlich. Dann hast du bitte 5 mal. Minus 1? Ja. Plus 1, also auf die 2. Hoppala. Hoppala. Ein Lebenspunkt. Ein Lebenspunkt. Das ist gut. Bei mir ist nicht so viel passiert. Ich halte 2 Marker und habe einmal Take Aim. Und dann kommen wir in die Bewegungsphase Custodeszug 2. Bewegungsphase ist abgeschlossen. Tim ist mit seinem Shield Captain da in die Mitte geflogen wegen Hold the Center. Er hier, Trajan Valoris Shield Captain, ist da hinten hin. Es ist ein ganz normaler Shield Captain. Nee, wer so proxt, wer Trajan Valoris zum Shield Captain degradiert, der muss das auch aufs Butterbrot geschmiert werden. Ja, man muss auch Leistung bringen. Ja. General zu sein. Genau, also hat er es nicht gemacht. Degradiert. Okay. Aloarus Custodians sind hier runtergekommen, 9 Zoll weg vom Master of Ordnance. Und die Jungs haben sich hier so ein bisschen nach draußen gesneaky-peaked und wollen jetzt die Sentinels erschießen. Dann los. Achso, und die Jungs sind da reingegangen. Dann fang an zu Schießphasen. Schießphasen? Ja. Gucken, was jetzt passiert. Okay, die 2 Wächtersperre da rein. Ja. Stärke 4, die 3. Nix. So. Dann machen wir hier gleich weiter. Die 3 Wächtersperre in deinen ersten Sentinel. Das Schwert hat ja nur 12 Zoll. Mhm. Ja, nix. Läuft bei mir. Auf die 2 treffen die nicht. Oh, das war eine oder einer, zwei? Einer. Stärke 4, Widerstand. 6. Dann nix. 6 oder 5. Keine Ahnung, auf jeden Fall war es nichts. Dann schießen wir da hinten. Toughness 5. Haben sie. Haben sie. Ja, haben sie. Haben sie. Haben sie also grandios trotzdem abgewehrt. Sehr schön. Ohne dass sie was gemacht haben. Da, ach, das ist so klasse. Extra. Hiervon? Die Axtspeere, hat Tim gesagt. Axtspeere? Wollen auf den Pask. Nein, die wollen nicht auf den Pask. Die sind in Rapid Fire Range zu denen hier. Dann gehen hier 6 Schuss rein. Die haben 24 Zoll? Ja. Aber der ist mit Sicherheit nicht in 12 Zoll zu dem. Dieses werde ich direkt live vermessen. Es sind exakt 13. Sie haben recht. Dann sind es nur 5 Schuss. Mhm. Die Granatwerfer haben wir ausgemessen, gehen in den Pask. Dürfen die beides schießen? Ja. Warum sollten sie nicht beides schießen? Bei dem Speer musste auswählen eigentlich, oder was? Die Axt hat seine Bolt. Ach und so. Die Granatwerfer sind an der anderen Hand. Ach so, ich habe nichts gesagt. Okay. Ja, das will ich auch hoffen. Wo geht das? Was ist das jetzt? Das sind die Äxte in deine Conscripts oder Guardsmen, whatever. Guardsmen bitte. 3 Stück minus 1. 3 Stück auf die 6. Dann gehen 3. 3 mal W3 Schuss der Granatwerfer. Mhm. 2, 4, 6. 6 Stück. Ja, die habe ich zufällig in der Hand. Auf die 2. Und Stärke
4, wenn ich mich nicht täusche. Tier 1 darfst du nicht wiederholen wegen dem 3er Valoris Shield Captain Set in 6 Zoll. Also patentierte Marksperr Luftmessung. Sagt doch, darf ich. Siehste, bitteschön. Dankeschön, das sind 6 Treffer. Stärke 4, Widerstand 8 auf 6. Jo, 2 Stück mit minus 3. 6. Nichts. Dann sind das 2 Schaden. Okay, hat er noch einen. Ja. Jawohl. Dann als nächstes mein Shield Captain. Und was will der denn schießen? Ach so, auf den, ja, der hat ja, der sieht ja was, stimmt. Ach, ja, 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 ja. Das sind 12 Schuss. Ja, auf. Die Guardsmen. Ja. Soll ich sie gleich wegnehmen? Ich weiß es nicht. Komm, mach mal. Ist ein Video. Auf die 2, 1 und wiederholen. Da siehst du. Komm, jetzt nochmal Doppel 1. Nein. Schade. Stärke 3. 4 auf die 3. Vier, 8 Stück. 8 Stück. Das sind 5, die ich jetzt in der Hand habe. Und dann kommen nochmal 3. Ohne Rent, ne? Also ohne. Das sind. Ja, ja, ist minus 1. Minus 0. Das heißt, wir haben 5. Einmal so. Hau ab. Okay. Gut. Charge? Dann chargen wir. Dann hau mal rein. Die 2 hier chargen deinen Hellhound. Kein Abwehrfeuer möglich. Sehr gut, ja. Die 1 würde ich wiederholen. Ja. Für CP. Ja, gut. Kann ich mitleben. Den Hellhound. Shield Captain in Hellhound, genau. Das ist eine 1, sehe ich schon mal. Und eine 5. Okay, das reicht. Ja, das reicht, Dicke. So. Mhm. Dein Kollege sollte sich da nicht mehr rausbewegen dürfen. Nein. Will er ja auch nicht. Und dann wollen meine Terminatoren in deinen Master of Ordnance charmen. Ja, mach mal. Leider nein. Okay. Zum Abschuss freigegeben. Zum Abschuss freigegeben. Gut, dann hack mal zu. Ja. Der Captain haut zu. 5 Attacken auf den Hellhound. 1 wiederholen. Bleibt eine 1. Bleibt eine 1. Auf die 5. Ja, Toughness 7, Stärke 6. Jawohl. 2 Stück mit minus 3. Mhm. Ah, ich kann Verwundung wiederholen, sorry. Ja, bleib bei 2 Stück. Minus, was hast du gesagt? Minus 3. Okay, 6. Halt, stopp, ich hab mich vertan. Minus 3, doch. Ja, ja. Kommt beides durch. W3 Schaden. 5. 5. Hat er noch 6. Ja. Und dann hauen meine 3 Custodian Darts. 2 sind es nur noch. 2, aber jeweils 3 Attacken, so wollte ich sagen. Die hauen ohne ihre Klinge zu. Die hauen nur mit ihren normalen Fäusten zu. Mhm. Auf die 2. 1 wegen Captain. Wegen Captain. Und dann 5. 2 Stück bitte. Minus nichts. Minus nichts, schau nur mit den Fäusten zu. Dann geht beides durch. Hat er noch 4. Okay. Gut, war's das. Darf ich zurückhauen wahrscheinlich noch, ne? Dann darfst du zurückhauen, ja. Mhm. Der hat jetzt noch wie viel? 6 hat er, ne, 4. 4 Leben hat er noch. 4 Leben hat er noch. Dann habe ich noch gnadenlose W3 Attacken. 3 Stück auf die 6. Also ich habe natürlich alles auf die Guards hier, aber nein. Das war's. Ja. Punkte? Punkte. Gut, gucken wir mal. Da sind wir. 3 Marker hält er. Dann hat er die Aufstellungszone zum zweiten Mal frei und die 4 und die 13 nicht. Und wir kommen in die Bewegungsphase Astra Militarum.
Bewegungsphase ist vorüber. Die Sentinels sind advanced, so ein Stückchen in die Mitte. Die Jungs haben sich hier so ein bisschen neu aufgestellt, sind glaube ich auch advanced. Conscript advanced, Master of Ordnance da reingesprintet. Er ist stehen geblieben, er 4, irgendwas und er 4, irgendwas Zoll gefahren. Schussphase. Pask gibt sich erstmal selbst den Befehl, dass er diese ermittelten zufälligen Würfe mit der Battle Cannon wieder holen darf, die man erwürfelt. Und da gibt er ihm noch den Befehl, dass er Einsen wiederholen darf. Wir fangen mit ihm hier an. Der schießt natürlich alles auf die Custodians, weil die haben ja auch nur Rennen mit dem Fünfer Retter da rum oder was, ne? Hm? Hast du gesagt? Vierer oder Fünfer Retter haben die? Die haben Fünfer Retter. Okay, dann Battle Cannon. 2d6 Schuss. Ja, dann wiederholen wir. Dürfen wir beide wiederholen, ne? Oder einen. Gucken wir in den Befehl bitte. Oh. Die wiederholen wir natürlich beide, weil eine Doppel-1 brauchen wir nicht. Das sind 12 Schuss. Auf die 4. Einsen wiederholen. Das ist sowieso schon gut. Stärke 8. Toughness 5. Ja. Dann haben wir bitte 5 Stück mit minus 2. Minus 2? Jo. Auf die 4. Drei durch? Ja. Der erste. 2. Mhm. Wir haben 3, ne? Die haben 4. Okay. Einer tot. Und dann nochmal 2. Alles klar. Plasma, natürlich overcharged, scheiß drauf, 4, Einsen wiederholen, keine 1, Stärke 8, einmal minus 3, 5, ja, Laserkanone, trifft nicht, trifft nicht, okay, super. Dann guck ich mal, gebe ich ein CP aus? Nee, gebe ich nicht aus. Oder gebe ich doch ein CP aus? Also ich habe übrigens schon ein CP ausgegeben für Doppelschießen hier. Er hier. Jetzt überlege ich, ob ich hier noch plus 1 auf den Trefferwurf gebe auf die Jungs. Nö, lass mal. Jetzt schießt der erste Befehlsempfänger natürlich direkt auch da rein und mit... Oh, auch wieder ordentlich. Auf die 4. Und Einsen wiederholen wegen dem Befehl. Und auf die 3. 4 Stück. Minus 2. Safe. Dann haben wir den Heavy Bolter. Auf die 5. Auf die 4. Bewegt, oder? Ja, aber verwunden tun sie trotzdem gleich. 3x minus 1. Ein Schaden. Und dann kommt der Tank Commander, der gibt sich den Befehl Einsen wiederholen. Schießt natürlich auch alles da drauf. Das sind nicht so viele Schuss. Gönne ich mir da mal ein CP? Nö, lass mal. Auf die 3. Und auf die 3. 2x minus 2 bitte. Dann ist einer auf jeden Fall tot. Ja. 2x Plasma. Der brennt. Das sind natürlich wieder overcharged. Auf die 4. Einsen wiederholen. 2 Stück. Auf die 3. 1x minus 3. Das sind 2 Schaden flat. Nee, ich wiederhole den. Okay. Ich hab CP. Ja, hält. Hat er noch 4. Dann. Kommen wir zum Manticore, der schießt da auch noch drauf. Mit ein paar Schuss.
So, das sind 5 dazu einmal und nochmal einer dazu auf die 4. Einsen wiederholen. Und dann mit Stärke 10. Gib mir nochmal einen Würfel bitte. Auf die 2. Das sind 5 Stück minus 2. Das sind 3 durch. Der, ja, wenn ich jetzt nicht 3 Einsen würfel, der ist auf jeden Fall weg. Sauber. Der hier schießt jetzt alles erstmal hier rein. Erste Salve hat 4 Schuss auf die 4. Einsen wiederholen. Auf die 3. Zweite Salve auch da rein. 5 Schuss. Auf die 4. Einsen wiederholen. Und Stärke 9. Hier stand 5. 2 minus 3. Plus 1 wegen dem Cover. Also 4. Das sind einmal 2 und einmal einer. Ist einer weg. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, darf ich mal zuhauen, ne? Wenn du nicht chargen willst? Ich kann ja nicht chargen. Ich habe ja hier nichts mit Befehlen gegeben oder irgendwie sowas. Ich hätte, glaube ich, einen Befehl geben können, dass ich noch chargen kann, obwohl ich advanced bin, ne? Das oder? Gibt's sowas? Ja, das könnte es, glaube ich, geben. Ja, das ist... darf ich das in der Schussphase die Befehle geben? Na, muss ich mal gucken. Zu Beginn der Fernkampfphase, also bleibt das aus. Er haut auf jeden Fall zu auf die Guards-Typen da mit 2 Attacken. Nichts. Der hatte noch 2 Lebenspunkte hier. Okidoki, dann darfst du zuhauen. Okay. Dann hauen erstmal meine Guardsmen zu. Mit ihrem Speer diesmal. Einsen wiederholen. Ja. Diesmal verwunde ich aber, glaube ich, trotzdem. Auf die. Was hast du für den Widerstand? 7. 7. Ne, dann trotzdem auf die 5. 2 Stück. Minus. Minus. 3. Minus 3. Beide durch. Wie viel? Beide durch. Ne, 3 Schaden. Ist tot. Explodiert. Jawohl. Dann W3 tödliche auf die Conscript. 3. W3 tödliche auf die da. 2. Einer, der dann da weg. Ist der eine Verwundete weg. Und W3 tödliche auf deinen Shield Captain. Ich mache gleich weg. Einer. 5er Phenopain. Du hast du nicht sowieso einen 6er gegen tödliche Wunden? Nein, das ist nur gegen Psi. Ach, nur bei Psi? Ja. Nicht generell tödliche Nein, Wunden? Nein, das ist nur bei Psi. Aber durch den Warlord Trade habe ich einen 5er Fear No Pain. Ach so, ich dachte aber, dann hättest du das mich für den auch noch nachholen können. Nein. Okay, dann der eine weg und Shield Captain leider nur noch 6 oder 7? 6 Leben, glaube ich. 6 Leben. Ich gucke gleich. Super. Der Hellhound ist weg. Hier haben wir dann auch einen Moralwert gemacht für die Jungs. Da sind dann gleich insgesamt 7 Stück abgehauen von diesen Vollidioten hier. Von den Conscripts. Und ja, so sieht es dann am Ende hier aus. Dann gucken wir uns die Punkte mal an. Okidoki, ein Punkt und einmal Take Aim. Fertig. Komm, erzähl mal. Guckt euch dieses süße Gesicht an. Ich habe mich versteckt. Also, mein Shield Captain ist von hier nach da mit seinen 14 Zoll, hält den Punkt. Schöner Shield Captain übrigens, ne? Leute, guckt euch den mal. Mein Custodian Guard hat sich, ist vorgerückt, ist hierhin, hält den Punkt. Die habe ich wieder ein bisschen weiter in die Ruine gestellt, die halten den Punkt. Die halten weiterhin den Punkt und mein Shield Captain mit Kasselan Axe hält den Punkt. Damit hast du Hold the Center. Definitiv nichts erobert und hältst 5 Punkte. Ja. 5 Punkte, einmal die 1 für nichts in meiner oder nichts in seiner Aufstellungszone und einmal Hold the Center. Okay, Leute, wir schwärmen aus. Die Bewegungsphase ist vorbei. Die Conscript sind advanced. Ich habe die jetzt hier oben hingestellt, die stehen eigentlich da unten drin.
Nur weil ich da keinen Bock habe, hier mit meinem Griffel da reinzugreifen dauernd. Master of Ordnance ist da an die Ecke gegangen, so ein bisschen, so einen halben Zoll weg von der Wand. Und so, dass er in der 9 Zoll zum Mittelpunkt steht. Er ist ein Stück nach vorne, dass er die noch in 6 Zoll hat. Die sind auch einfach ein bisschen nach vorne, dass die alle den Typen da sehen. Die Panzer sind alle 4, irgendwas Zoll nach vorne gefahren und dann kommen wir in die Schussphase. Jetzt geht's ab. Die da schießen jetzt. Ich hätte ja eigentlich mal dieses erste Reihe, zweiter Glied, Feuer, Dingsbums, aber da ist er zu weit weg für. Das ist die Scheiße. Achso, am Anfang der Schussphase gebe ich erstmal CP aus, dass er doppelt schießt. Gucken, ob ich den wieder kriege. Nein. Muss ich da gleich einen wegmachen. Und dann schießen jetzt erstmal die Guardsmen in den Gustolien Guard da hinten rein. Auf die 4. Und auf die 5. Das sind 2 Stück mit minus 3. Minus 4 habe ich gesagt. Nee, du wolltest ja nicht übertreiben. Da geht da ein Lebenspunkt. Das ist nicht dein Ernst. Geile Typen, oder? Die beiden Sentinels flamen da hinten rein. D6 Schüsschen. Mit Stärke 5. Auf die 4. Das sind wieder 3 Stück. Minus? Minus 1. Oh. Das hält der. Gnadenlos. Können wir nichts machen. Okay, dann schießt Manticore. Nur mehr der Uno. Gucken wir mal. Moment. Hey, halt. Wie macht man das? Genau. Der Tank Commander gibt ihm den Befehl. Einsen. Nee, der gibt sich selbst den Befehl. Einsen beim Trefferwurf wiederholen. Und dann schießt er direkt da auf diesen. Ne. Feuer. Boah. Und auf die 3 Einsen wiederholen, weil es ein Tank Commander ist. Stärke 8. Wieder auf die 3 wahrscheinlich, ne? Ja. Nichts. Zweimal Plasma overcharged. Auf die 4 Einsen wiederholen. Heavy Bolter. Vieren. Einmal minus 1. Hält der. Dann der Tank, der normale Tank auch da drauf. Das ist ein bisschen besser. Auf die 4. Nichts wiederholen. Auf die 3. Zweimal minus 2 bitte. Da geht das durch und er kriegt einen Schaden, wobei ich den jetzt mal rerollen würde. Für deinen letzten CP? Nee, ich habe ja noch 3 habe ich da noch. Einen muss ich weglegen, 2. Und ich habe ja noch Heavy Bolter. Der hat noch einen Lebenspunkt. Der hat noch einen Lebenspunkt. Ach nein, das mache ich nicht. Das kann ich nicht machen. Okay, hat noch einen Lebenspunkt. Dann Manticore. Muss der jetzt echt alles da drauf schießen? Basilisk darf ja doppelt feuern. Ach Leute. Ja, es muss halt weg. Manticore da drauf. Komm, ist egal. Wenn der das jetzt nicht macht, ne? Auf die 4. Einzeln aber hier wieder holen. Alter Schwede. Ach du Schande. Auf die 2. Einmal minus 2. Die 4. B3. Er hat nur ein Leben. Gut, Basilisk. Er hat tapfer durchgehalten. Der hat richtig tapfer durchgehalten. Ja, okay. Tim erlaubt mir jetzt noch einen Befehl zu machen hier, damit die jetzt nochmal laufen dürfen. Weil jetzt muss ich am Anfang der Phase machen, aber ich habe es vorhin schon vergessen. Jetzt habe ich die extra so gestellt, dass er einen 6 Zoll Befehl geben kann. Das macht er jetzt. Auf die 4 plus, weil es Konskript sind. Siehst du? Karma. Also die bleiben da stehen und dürfen keinen Befehl bekommen. So, dann hauen wir den Basilisk hier rein, den ersten Schuss. Mit 2 Schuss. Auf die 4. Nichts. Den zweiten auch irgendwie da rein. Klappt der erste bei dir nie. Das sind 5 Schuss. Auf die 4. Eins wiederholen. Auf die 3. Zweimal minus 3.
auf mein Stormshield. Ja. Ja. Zwei. Zwei Schaden. Hat er noch einen? Gebe ich einen Reroll? Nein, auf keinen Fall. Bei W3. Ein Punkt, einmal Take Aim. Ansonsten sieht's mau aus. Bewegungsphase Gustodes, Zug 4. Bewegungsphase ist vorbei. Es ist alles soweit stehen geblieben vom Tim. Also er macht das eigentlich auch irgendwie richtig. Der geht nicht raus. Außer hier hat er jetzt, ich glaube, dem Video halber mal die Jungs da rausgeholt und will jetzt auf den Sentinel schießen, glaube ich, ne? Ja, zwei Schuss auf die 2. Ich würfel natürlich eine 1. Hast du einen CP-Reroll? Ich habe noch 3 CPs übrig, ja. Nicht dafür. Stärke 4, 5, ja. Einmal minus 1. Nee, dann ein Lebenspunkt weg. Ich glaube, der hat auch noch 5. Nehmen wir den hinteren. Ja, war's das? Das war's, ja. 5 Punkte. Und, Vier Punkte. Wieso 4? Den halte ich ja nicht mehr. Ach so, stimmt, da bist du weg. Alles klar, schreiben wir mal auf. 4 Punkte und Aufstellungszone zum 4. Mal frei. Astra Militarum. Zug 4. Movement Phase ist schon wieder vorbei. Der ist 4, irgendwas Zoll. Der ist Advanced mit 13 Zoll insgesamt. Die sind nach vorne. Auch Advanced, glaube ich. Conscripts auch advanced, die wären jetzt beide in 6 Zoll um ihn. Die sind so weit nach vorne, dass sie das Missionsziel halten. Master of Ordnance muss ich auch noch bewegen. Nee, der bleibt da stehen. Er ist stehen geblieben, ja. Und die beiden Jungs hier hinten sind natürlich auch stehen geblieben. Dann kommen wir in die Schussphase. Schussphase, am Anfang der Schussphase gebe ich erstmal wieder ein CP aus, dass er hier doppelt schießen kann. Kriege ich den wieder? Nein. Dann gebe ich am Anfang der Phase, der Schussphase, einen Befehl, nämlich, dass die nochmal laufen dürfen. Mit Advancen, 4 Zoll, 10 Zoll, auf geht's Jungs, lauft, lauft, da sind sie jetzt, vor der Tür, aber, ich stelle mal ein Stückchen weg hier, der fällt gleich um vor Schreck, okay, passt, ja, dann fangen wir an zu schießen, Pask, erstmal, Moment, wir gucken mal nach Sichtlinie hier, der da schießt zuerst, weil der nur einen sieht, alles da hinten drauf. Kannst du mal kurz messen, ob das 36 Zoll sind oder sind das mehr? Ja, okay. Der schießt den Heavy Bolter auch da drauf. 4. Hat er sich bewegt? Ja. 5. Einmal minus 1. Auf die 2. Ja. Battle Cannon. 3 Schuss und nochmal einer dazu. 3 Schuss. Genau. Auf die 4. Einsen wiederholen. Nein, nicht einsen wiederholen. Hat er keinen Befehl gekriegt. Ist so weit weg. Stärke 8. 2 mal minus 2. Muss ich auch einzeln auf mein verwundetes Stormshield werfen? Ja. 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 Guti. Pask. Gibt sich natürlich den Befehl, zufällige Schussanzahl wiederholen. Vier und der eine, passt. So, auf die 4. Einen wiederholen. Und mit Stärke 8 auf die 3. 3 mal minus 2 bitte. Wieder einzeln? Ja. Tut mir leid. Hat's schon erledigt. Dann ist der eine schon mal weg, weil das ist der da. Das ist geil, dann hast du auch gut dahingestellt. So, dann die restlichen. Minus 2? Ja. Auf 4 reicht. Und einmal noch. Ein Lebenspunkt. Letzte Rakete, wer richtig mitgezählt hat, geht jetzt hier drauf. 2d6 Schuss, zum Glück brennt der. Ja, das ist ordentlich. Das haben wir hier 5 dazu und da nochmal 3 dazu. Oh, hab's mir gut rausgeholt aus der Tasche. Auf die 4. Einsen dürfen wir hier wiederholen. Und mit Stärke 10 auf die 2. Dann haben wir 5 mal mit minus 2 aber nur.
Also auf die 3. Hoppala. 5 mal auf die 4. Auf die 3. Auf die 3, Entschuldigung, stimmt. Alle. Alle safe, du Drecksack, echt. Gibt's ja nicht, ey. Okay, Basilisk, Schuss Nummer 1. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Jetzt hast du jeden in der ersten verkackt. 2 Schuss. Die nehmen wir jetzt nochmal. Auf die 4. Ja, läuft. Auf die 3. Der brennt. Einmal minus 3. Auf die 4. Ja, da ist er. Der nächste. 6 Schuss. 4. 1 wiederholen. 3. Alle jetzt, komm. Ach Gott, 3 mal minus 3. 2 durch, okay, dann komm. Einmal die. Ein Schaden. Und dann ist er weg. Einer kam durch. Nee, 2 kamen durch. 2 kamen durch? Okay, Entschuldigung. Du musst ja auf die 4. 2 waren. Ja. Okay, I'm so sorry. Alles klar. Tja. Das ist echt schlecht, ey. Oh mein Gott. Die sind echt bretthart, diese Drecksäcke hier. Dann Punkte. Ich halte jetzt mal 1, 2 Punkte. Bin ich in deiner Aufstellungszone? Noch nicht. Okay, alles klar. Jo, 2 Punkte, ansonsten nichts. Timmy, geht's gleich los bei dir? Geht gleich los. Was machst du? Ich überlege noch kurz, ob ich überlege oder nicht. Okay, Bewegungsphase ist abgeschlossen. Stehen geblieben. Drei Jahren war Loris Shield Captain stehen geblieben. Der hat sich natürlich jetzt verpieselt hier. Hatte er noch volle Lebenspunkte? Der hat noch volle Lebenspunkte. Scheiße. Okay, Gudi, dann Punkte. 4 Stück. Und einmal die Nummer 1. Da sieht's so aus jetzt. Das ist ganz schön hart mit Punkten. Den Krieg verloren und die Schlacht gewonnen wahrscheinlich. Astra Militarum Zug 5. Bewegungsphase ist vorbei, die Jungs sind advanced, dass die da 3 Zoll dran sind. Der ist ein bisschen nach vorne gefahren, dass er den Fuzzi da sieht. Der ist stehen geblieben, der ist nach vorne advanced, dass er das Missionsziel hier hält. Ich glaube, der ist stehen geblieben, Pask ist auf jeden Fall stehen geblieben. Die Conscript sind gnadenlos advanced und die Sentinels sind ebenfalls, glaube ich, advanced. Ja. Nee, halt. Oder? 8 Zoll, von da sollte eigentlich auch so reichen. Egal. Schussphase. Battle Tank, das ist ein Tank Commander, der gibt sich selbst den Befehl Einsen rerollen. Ich glaube, er hat sich über 5 Zoll bewegt. Wir machen das jetzt mal so auf jeden Fall, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ja. Nee, der stand ja auf. Du standst ja hier ungefähr. Du stimmt, ja ich stand hinter dem Missionsziel, auf jeden Fall. Also Battlecan, alles da drauf, was geht. 3 Schuss. Auf die 3. Einsen dürfen wir wiederholen, weil er den Befehl bekommen hat. Stärke 8 auf die 3. 1 mal 2 mal nichts. Plasma overcharged. Das sieht gut aus. Auf die 4. Einsen wiederholen. Das. Natürlich. Auf jeden Fall, hast recht. Dann aber 2 mal mit minus 3. Der hat noch 11. Auf die 4. Das ist brennt aber sowas von das Ding. Das geht nicht. Dann haben wir noch. Wie heißt das Ding? Heavy Bolter. 4. Na, guck mal. Das reicht jetzt denn. Auf die 4. Ne, auf die 3. Der hat der Toughness. 5, ja. Nix. So, ich habe natürlich den CP wieder ausgegeben, habe ich den da schon weggelegt. Weiß ich nicht, sehen wir nicht. Für Doppelschießen Basilisk. Erste Runde. Nehmen wir die 2 Schuss. Nimm doch den 1 Schuss, mein Gott. Auf die 4 und einen wiederholen. Auf die 3. Einmal minus 3. Auf die 4. Nochmal. Dann nehmen wir die 5. Auf die 4. Auf die 3. 2 mal minus 3.
Einmal durch. So. Auf die 4 hält. Ja, das hält aber jetzt nicht hier. Der darf nicht, ne? Pass mal auf jetzt. 1. Bam! Sorry. Halt! CP Reroll! Das geht jetzt nicht mehr, ich hab schon Schaden gewürfelt. Ah. Ja, eh nichts geworden, ne? Ich hab auch noch 2 CP übrig. Der hat noch 11. Das war's. Punkte, oder? War's das? Wir haben einen Gast übrigens, Leute. Jetzt erschreckt euch nicht. Nörgel ist stark in mir. Hallo Dennis! Hi! Jo, wir kommen mal zu den Punkten. So Leute, Bewegungsphase von Tim ist schon wieder vorbei. Da ist nichts passiert. Der bleibt natürlich jetzt versteckt. Da ist ein Typ. Hier die und Trajan Valoris Shield Captain. Und dann kommt die Bewegungsphase von Astra Militarum. Erstmal zeigen wir euch die Punkte. Kurz Werbung für Coca-Cola gemacht. Drei Punkte und ansonsten Aufstellungszone nicht frei, Hold the Center nicht frei und das andere da auch nicht. Okay, Astra. Letzter Zug. Wir haben nur eine Sache. Wir werden jetzt den Basiliska drauf feuern. Dann nehmen wir 3 Schuss auf die 4. Eins wiederholen. Auf die 3. Zweimal minus 3. Stormshield, ja, komm. Hält. Hält nicht. CP Reroll, hier, sei doch nicht mal so schnell. Hält nicht. 3 Schaden, oh. Sind sie jetzt. Okay, und das war jetzt nur noch Just for Fun. Wir kommen mal zu den Punkten und dann machen wir ein Postgame. Vielen Dank, Tim. Ich danke dir. Wie ist das jetzt ausgegangen eigentlich? Kannst du mal da drauf lunzen? 23 für dich, 31 für mich. Board Control. Also, den Krieg hat er gewonnen, die Schlacht hat er auf jeden Fall verloren. Killpoints gab es für ihn noch 2. Für ihn 6. Für mich 6, weil ich ein bisschen mehr zerschossen habe. Aber ansonsten muss man ganz klar sagen, er hat die Ruinen perfekt ausgenutzt, hat sich überall schön verschanzt und hat die Punkte runtergespielt. Genauso, wie man es machen soll. Und ich hatte einfach keine Chance. Also, ich hätte definitiv die Tanks ein bisschen früher auch mal advancen lassen sollen oder so. Ja, aber das ist halt so, wie es ist. Ist nicht schlimm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nach wie vor Probleme, also das Spiel, klar, das hast du gut runtergespielt. Ja, also ein paar Sachen jetzt wie zum Schluss den da rausziehen oder meine Custodes opfern oder meinen Dreadnought so offensiv zu teleportieren, würde ich jetzt, wenn im Nachhinein ich, jetzt, ne? Im Nachhinein und würde ich auf dem Turnier auf keinen Fall so spielen. Aber ich meine, ich hätte mich von Anfang an verschanzen können und hätte immer 4-5 Punkte holen können, die ganze Zeit. Wahrscheinlich. Hätt's voll auf Board Control. Ja, hätte können. Dich kommen lassen können. Hier haben wir jetzt genau die erste Problematik, finde ich, die ich jetzt bei Ars Pelika gesehen habe. Wenn du das jetzt wirklich richtig komplett defensiv so runtergespielt hättest, wie du es auf dem Turnier hättest machen müssen, dann hättest du noch mehr Punkte gesammelt. Natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, ich hätte die Liste so nicht gespielt. Du hättest die Liste aber mit Sicherheit auf dem Turnier auch so nicht gespielt, obwohl die nicht schlecht ist, muss ich ehrlich sagen. Nö, hat sich jetzt nicht schlecht angefühlt. Aber natürlich kannst du auch nicht sagen, du hast überall diese vielen Ruinen, wo du erste Ebene sichtblockend hast, weil wir haben hier ganz viele Ruinen, wo eine zweite Ebene da ist, wo du nicht durchgucken kannst. Klar, bei den Kleinen kannst du komplett durchgucken, aber egal. Das Problem ist nur, dass genau da so dieses Problem bei Ars Belica momentan für mich herrscht, was ich so sehe. Ich habe ein extremes Problem, wenn ich genau vorher weiß, du spielst das so runter, ich sehe das Board, ich sehe die Ruinen, sehe die Barrikaden, was auch immer, und weiß, du kannst jetzt voll auf Field Control spielen. Du verschanzt deine Infanterie. Wie konnte ich das mit den zur Verfügung stehenden Missionen? Ich habe keine Ahnung. Also bei Ars Belica. Weil um das zu kontern, fehlt mir der LUS-Beschuss, obwohl ich mit Astra schon massiv viel LUS-Beschuss habe. Ich habe einen Manticore, ich habe einen Basilisken, ich habe einen Master of Ordnance. Das sind 3 Dinger, die wirklich reinhauen können. Aber es ist mir trotzdem immer noch verwehrt, bei Ars Belica da noch mehr mit reinzunehmen, wo ich sage, ich kontere sowas. Ich bin dazu gezwungen, volle Düse auch irgendwo nach vorne zu gehen und Dinge zu machen, die ich eigentlich nicht mache und wieder dann irgendwie eine Schwäche zu offenbaren. Ich habe... Also
Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, sowas zu kritisieren oder mit Vorsicht zu genießen, jetzt sowas zu kritisieren, weil man natürlich bedenken muss, was da für eine Arbeit dahinter steht. Aber ich habe bei ITC, fällt mir das ein bisschen leichter, weil ich habe wirklich diese Möglichkeiten über Lebenspunkte, multiple Lebenspunkte von Modellen nochmal Punkte zu holen, was bei dir jetzt zum Beispiel ein Pick gewesen wäre, den ich definitiv genommen hätte. Der wäre safe, ja. Sowas würde mir fehlen. Also es ist zu viel, finde ich, so auf Board Control. Man hat mit Take Aim die Möglichkeit, klar, Einheiten zu vernichten. Man hat auch die Möglichkeit, nochmal darüber hinaus was zu vernichten. Aber ich glaube, das Modell muss dann mehr als 8 Lebenspunkte haben, um dann nochmal was. Also es gibt hier keine Auswahl, wo ich sage, ich habe jetzt einen Custodian Guard Squad. Da sind 4 Modelle drin, die haben jeder 3 Lebenspunkte. Dafür kriege ich jetzt einen Punkt. Wenn ich jetzt 2 Einheiten wähle oder 3 Einheiten wähle, wenn ich die dann kaputt mache, kriege ich dann jeweils einen Siegpunkt nochmal oder so. So dieses Feintuning fehlt mir da halt einfach in gewissen Situationen. Ich habe immer Probleme und auch, wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, ich habe grundsätzlich richtig Probleme, mir das dritte Missionsziel auszusuchen. Beim zweiten bin ich schon immer am Hadern und beim dritten ist es dann vorbei. Ja. Man könnte das natürlich auch wieder relativieren, aus meiner Sicht, wenn man dieses Bannen sein lassen würde. Ja, also das Bannen nimmt ja halt auf jeden Fall immer diese eine safe Mission weg, ja. Was, ja, es ist halt einfach, ne, dieses immer einen Marker halten durchgehend, ja. Oder relativ einfach, ja, woran ich vielleicht so ein bisschen das Problem sehe, ist, wenn man jetzt so eine Armee spielt wie die Custodes, die relativ tanky sind und du wirklich für jeden Marker, den du hältst, immer Punkte kriegst. Das stimmt, das ist auch noch Masse, kannst ja. Du Unmengen an Punkten schöffeln. Wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, wir haben jetzt ein sehr, sehr freundliches Board dafür. Ja, gehabt, ne? Natürlich. Also wenn du offen stehst, ja. Jetzt projizier das mal aufs Turnier, wo vielleicht viele Marker offen sind und dann stehst du mit dem Gusto, dann brauchst du es. Ja, dann brauchst du es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, ich würde es ganz cool finden, wenn nochmal 3 Missionsziele dazukommen würden, wo man ein bisschen vielleicht nochmal auf Kill, auf alles so ein bisschen geht. Mal einmal irgendwie auf eine andere Art von Recon, auf eine andere Art von irgendwas halten in der eigenen Aufstellungszone und auf so eine Kill-Geschichte, dass man sagt, multiple Einheiten oder man wählt irgendwas auf dem, man ist einfach variabler, dass man sagen kann, ich picke jetzt das raus und dafür kriege ich irgendwie nochmal was. Und wenn man das Bannen sein lassen würde. Also ich glaube, das wäre jetzt so aus meiner Sicht, ohne dass ich jetzt wirklich mir jetzt da richtige Analysen da geschrieben habe oder sonst irgendwas, wäre das so das aus dem Bauch heraus eine richtige Entscheidung. Ich wollte gerade sagen, das ist unser Bauchgefühl. Dafür spielen wir allerdings auch... Ja, wir spielen schon relativ viele Asmodee. Ja, 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 aber ich wollte jetzt nicht sagen, nicht so, noch nicht so viel auf Turnieren Aspelika. Also, dass wir jetzt sagen können... Ja, wie das Gelände da meistens aussieht. Vielleicht wäre sogar eine schriftlich festgelegte Standardisierung vom Gelände, wie soll mein Board aussehen. Hm. Vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja. Was sie sagt, es muss 2 Ruinen, es muss einen LOS-Blocker haben. Ach so, ja. Das fände ich auch sogar cool, definitiv. Aber ja, wie gesagt, ich finde es schwierig. Nach wie vor ist natürlich jetzt Kritik auf absolut hohem Niveau. Nein, das ist ja auch keine Kritik. Das ist ja nur, ich würde sagen... Anmerkung. Das ist das, was wir jetzt so darüber denken. Ja. Also keine Kritik, absolut keine Kritik. Also dafür. Lassen wir es einfach so stehen. Bei den Missionszielen könnte es ein bisschen Feintuning noch vertragen. So jetzt aus der ersten Sicht. Mal gucken, was so aus dem Talk mit dem Andi dann da rauskommt. Ja. So wie es aussieht, ist der Dennis dann auch bei dem Talk dabei. Ne? Dennis, der ist gerade hinter der Kamera, hält die Kamera fest, also Stativ ist weg, er hält die Kamera die ganze Zeit am langen Arm fest, Leute. Und der hat noch nie einmal gewackelt. Ganz ruhige Hand habe ich. Ja, jetzt habe ich schon wieder was anderes im Kopf. Aber ist egal, ihr könnt es euch denken. Haben wir noch was? Ich habe nichts mehr. Du hast nichts mehr. Ne? Ich habe jetzt auch schon wieder komische Gedanken im Kopf die ganze Zeit. So Bilder, kennst du das, wenn du so Bilder vor Augen hast, wenn du immer mal so einen Spruch im Kopf hast, den du auf jeden Fall nicht vor der Kamera sagen kannst und das dann bildlich vor Augen hast? Ich ahne Böses. Ja? Ich ahne Böses. Falls man mich nicht mehr wiederfindet. Nee, das war schön. Die mich kennen, wissen, was ich im Kopf habe. Also für Gedanken. Ansonsten ist ja nicht viel.
Ja, Leute, dann hoffen wir, dass wir ein bisschen Unterhaltung bieten konnten und euch einen kleinen Einblick in diese neuen Regeln geben konnten. Wir haben jetzt gar nicht so viel darüber gequatscht, aber das machen wir in dem Talk oder haben wir in dem Talk dann auf jeden Fall auch nochmal gemacht. Aber ihr habt jetzt einen kleinen Begleitreport zu dem Video, Livestream. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren die narrative Geschichte von Asbellica. Mhm. Da habe ich auch mal echt Bock drauf. Auch gerade so diese Necron-Geschichte da, die da, glaube ich, Imhotep Sturmherr schon mal gespielt hat, fand ich auch echt cool. Ist halt so ein absolutes Spaßteil, aber ja, lass uns narrativ auch mal ausprobieren, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier bei uns auf dem YouTube-Kanal, Leute. Peace. Bitte eine Sache noch. Die Analysen zeigen jetzt von YouTube leider immer wieder, dass ganz, ganz viele Leute bei uns die Videos gucken und keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr unsere Videos gerne schaut und ja auch gerne uns unterstützen wollt so ein bisschen, dann drückt einfach auf den Abonnieren-Button bei uns und ja, wir hätten ein paar Abos dazu und wir würden uns sehr freuen. Es bringt immer so ein bisschen was, wenn man YouTube macht und man hat dann so ein paar Abos dazu und die Leute gucken es halt auch wirklich als Abonnenten und das würde uns sehr freuen. Und kommentiert fleißig. Jetzt haben wir aber nichts mehr. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.